Aus dem Flugzeugwrack stieg am Mittwoch dichter schwarzer Rauch empor. Rettungskräfte waren im Einsatz. Ein Militärflugzeug sei kurz nach dem Start in ein Feld in der Nähe der Hauptstadt Algier gestürzt, erklärte das algerische Verteidigungsministerium. Bei dem Unglück sollen mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen sein. Bei den Opfern handelte es sich vor allem um Militärpersonal. Unter den Toten seien auch 10 Besatzungsmitglieder sowie Familienangehörige. Einige Überlebende wurden in einem Militärkrankenhaus behandelt. Neben der Maschine des Typs Iljuschin waren Leichensäcke aufgereiht. Ein Anwohner berichtet. Ich war in meinem Haus, es war ungefähr 8 Uhr morgens, als wir eine große Explosion hörten. Dann bin ich mit meinem Nachbarn ins Auto gestiegen und hierher gefahren. Es gab sehr viel Qualm und dann haben wir gesehen, dass es ein Flugzeugunglück war. Wir haben Körperteile gesehen. Es ist eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Zur möglichen Unglücksursache gab es zunächst keine Angaben. Laut Verteidigungsministerium war die Maschine auf dem Weg nach Tindouf im Westen des nordafrikanischen Landes. Dort befinden sich mehrere Flüchtlingslager.